Dieses Unterkapitel heißt Mittelwerte von Funktionen und vielleicht geht es dir genauso wie vielen anderen, dass sie jetzt da drauf gucken und sagen, hä, was ist das jetzt genau und die Formel irgendwie, was soll die mir sagen? Es ist ein relativ leichtes Thema, ich kann es dir relativ leicht erklären. Also, sagen wir mal, du hast hier so eine Funktion gegeben, dieser rote Funktionsgraph im Koordinatensystem. Wenn du da den Mittelwert errechnen wollen würdest von den ganzen Funktionswerten, dann müsstest du ja die Summe aller Funktionswerte nehmen und die in einem gewissen Intervall durch die Anzahl aller Funktionswerte teilen. Da es aber unendlich viele Funktionswerte gibt, ist das halt nicht möglich und wir brauchen dafür eine Formel. Und die ist genau hier. Also der Mittelwert von deinen Funktionswerten, der wird bezeichnet als m quer und der ist gleich 1 durch die Obergrenze deines Intervalls. Also sagen wir mal, du möchtest jetzt nicht den Mittelwert von den Funktionswerten in diesem ganzen Intervall haben, sondern einfach nur hier von a bis b, also in diesem Intervall, dann nimmst du die Obergrenze minus die Untergrenze und packst das in den Nenner. Und dieser Faktor, der ist entscheidend, denn mit dem multiplizierst du einfach das Integral von a, b, f von x. Mehr ändert sich gar nicht, das heißt, du musst eigentlich nur diesen 1 durch b minus a Faktor dazu packen. Ist also relativ einfach. Gucken wir doch einfach mal eine Aufgabe, dann wird das vielleicht auch noch klarer und ich habe auch gleich nämlich noch eine Grafik da für dich. Also, wir drehen diese Aufgabe, invertieren diese Aufgabe ein bisschen und sagen, ich möchte jetzt für diese Funktion hier, also für dieses f von x, wo hier ein Parameter in diesem Linearglied steht, da möchte ich gerne den Parameter so finden, diesen Parameter p, sodass im Intervall 1 bis 4 der Mittelwert von meinen Funktionswerten m gleich 3 beträgt. Es ist im Grunde genau dasselbe wie hier oben, nur so ein bisschen, naja, wie ich es ihm gerade schon sagte, ein bisschen invertiert, ein bisschen verändert, sodass das Verständnis ein bisschen mehr angeregt wird. Dazu ist ja aber auch richtig. Also, der Mittelwert ist hier gegeben mit m gleich 3. So, das heißt, den kann ich schon mal hinsetzen. Der Funktionsmittelwert ist m gleich 3 von den Funktionswerten in dem Intervall 1 bis 7. So, und jetzt muss ich einfach nur noch hier meine Formel ausfüllen, nämlich die Obergrenze ist 4, die Untergrenze ist 1, das setze ich da ein und auch an die Intervallschleife schreibe ich 1 und 4 dran. Und dann einfach die Funktion eingesetzt ist minus x² plus px plus 2 dx. So, jetzt integriere ich das Ganze, schleppe hier meinen Faktor mit, das ist 1 durch 4 minus 1 ist 1 Drittel, den schleppe ich mit, integriere einfach so, als hätte ich mein p, lasse das p einfach als Parameter stehen, als ganz normale beliebige Zahl und dann bekomme ich diese Stammfunktion heraus. Relativ einfach. Minus x² aufgeleitet ist minus 1 Drittel x hoch 3, px aufgeleitet ist p halbe x² und 2 ist einfach nur eine Zahl, kommt ein x dran, also 2x. An die eckige Klammer kommen wieder die Intervallgrenzen 1 bis 4 und jetzt setze ich einmal die 4 als Obergrenze ein, die findest du jetzt 4 hoch 3 ist 64, 4 hoch 2 ist 16 und 2 mal 4, naja, siehst du ja hier hinten. Und dann noch die Untergrenze eingesetzt, also kommt daraus, naja, 1 führt zu minus 1 Drittel, das andere führt zu p halb und das andere führt zu 2, ist halt mit einer 1 eingesetzt immer alles relativ schön einfach. Naja, dann kriegt man erstmal hier so ein Teilergebnis raus, 7,5p ist gleich 24, wenn du das hier so auflöst. Denk dran, die 3 ist ja vorgegeben, das ist ja schon die Lösung für meinen für den Mittelwert der Funktionswerte. Und wenn man diese Gleichung jetzt auflöst nach p, dann kommt eben raus, p ist gleich 3,2. Das heißt, das ist der p-Wert, den ich gesucht habe. Wenn ich den jetzt in meine Ausgangsfunktion einsetze, dann kriege ich genau die Funktion, die meine Aussagen in dieser Aufgabe erfüllt. Nämlich diese Funktion mit einem 3,2 anstatt dieses p's hat im Intervall 1 bis 4 einen Mittelwert bei den Funktionswerten von m gleich 3. So, das wirst du jetzt grafisch nicht so richtig sehen können, aber immerhin möchte ich es dir zeigen. Also wenn das hier die Funktion ist und wir interessieren uns für das Intervall zwischen, das siehst du ja hier, das ist jetzt sehr farbig schon gekennzeichnet, diesem Intervall für die Funktionswerte, dann liegen die Funktionswerte mal über der x-Achse und hier hinten sogar zum Teil noch unter der x-Achse. Trotzdem können wir einfach mit dieser simplen Formel das ausrechnen und du siehst, auf Höhe 3,2 habe ich jetzt hier diesen grünen Strich eingezeichnet und der soll signalisieren, dass dort eben der Mittelwert meiner Funktionswerte ist. So, das liegt jetzt daran, dass wir hier oben sehr lange, also zwischen der 1 und der, naja, fast 3, liegen wir über diesem Schnitt, über diesem Durchschnitt und dann erreichen wir zwar eine Zeit lang ganz schön viele Tiefe, aber eben nicht lange, sondern eben nur von hier bis hier erreichen wir unterdurchschnittliche Funktionswerte. Insgesamt ergibt sich dieser Durchschnitt aber hier für meine Funktionswerte. Du hast bereits andere Möglichkeiten kennengelernt, um Mittelwerte zu ermitteln. Diese hier ist auch bei komplizierten Funktionen allgemein anwendbar.
Tja, bei allen Funktionen, auch wenn sie oberhalb und unterhalb der x-Achse ihren Graphen haben, kannst du diese Formel trotzdem anwenden. Wir schauen mal jetzt auf zwei Übungsaufgaben dazu und dann sollte das sitzen, weil so schwer ist es ja nicht. Diese Formel für die Mittelwertberechnung von Funktionswerten, das ist nämlich 1 geteilt durch Obergrenze minus Untergrenze mal Integral von der Funktion. Relativ einfach eigentlich. Jetzt kennen wir schon die Untergrenze, also können wir t1 einsetzen, das ist also hier die 0. Und auch hier an der Integralschleife unten auch die 0. Den Rest kennen wir noch nicht, aber wir kennen ja die Funktionen.